bedanke mich mit diesem 53. Teil an den 53. Abonnenten, der mich jetzt abonniert hat. Und irgendwie will ich jetzt dadurch noch ein weiteres Haus bauen. Also jetzt mal hier Eisen reinpacken, dass Eisen schon mal verarbeitet wird. Und was könnte ich denn aus Cobblestone, kann das Haus am besten bestehen, weil ich nämlich so viel davon habe. Hole ich mir jetzt mal das ganze Kobbel raus, wie ich alles raus reinnehmen kann. Ich mache am besten noch mal ein bisschen Sound an. Die Bäume sind auch schon gut gewachsen. Da ist schon mal ein weiteres Haus gebaut. Wo kann ich dieses denn am besten hinbauen? Vielleicht könnte ich hier schon mal vorbereiten. Also ich glaube, das baue ich nicht direkt hin, sondern ich überlege mir das nochmal. Ich baue am besten hier das anders. Am besten noch eine zweite Pyramide direkt daneben. Dazu packe ich das auch erstmal zurück, habe ich anscheinend erst nicht genug überlegt hier. Ne? Ich will nämlich ein leeres Inventar haben, was ich jetzt vorhabe. Zack, und schon ist die Truhe voll. Weil ich wollte nämlich erstmal ein wenig Eisen rausnehmen, damit ich mir ein paar Schaufeln machen kann. Und vielleicht nochmal eine weitere Schaufel. Könnte wahrscheinlich ordentlich Schaufeln benötigen. Zack, ich mal ordentlich Eisen schaufeln. Zack, lasse ich zurück dran. Und dann, diese Pyramide soll am besten genau im Blickwinkel vom Haus liegen. Das wenn hier, sich hier sozusagen die Gegend glatt grabe. Dazu mache ich erstmal die Jack-O-Dinger weg. Habe ich eine Axt dabei? Nein, habe ich nicht. Dann muss ich die ja so wegkloppen. Dann mal hier eine Pyramide hinbauen, bald. Die allerdings nicht aus wie bei der ersten Pyramide aus Sandstein, sondern aus Cobblestone bestehen soll. Und die sollen hier auch eine größere Spannweite haben. Werde ich natürlich nochmal ordentlich Erde haben. Wow, wow, wow. Da muss ich runter. Dahin gefunden. Weil ich kann mich ja wieder hier runtergraben. Ach, das wollte ich jetzt. Jetzt nur eine Pyramide, aber ich habe hier so eine Lava-Höhle gefunden. Und hebe das jetzt mal wieder auf. Die Lava ein bisschen aufhalten muss. Warum kriegt diese Lava nicht? Ach, jetzt ist sie weg. Fackeln habe ich noch ein paar. Das Wasser sollte ich am besten auch eindämmen. Und das ist auch was, dass sie hier. Aber wird nicht überrumpelt. Geht nicht über die Lava. Weil ich will das hier sicherer haben. Oh, rote Pilze sind auch was Besonderes eigentlich. Findet man auch nicht überall. Hier ist Tageslicht. Hier sind auch wieder Eisenerzvorkommen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Eisen.
Aber ich habe jetzt übrigens auch Minecraft für die PS3. Soll ich das auch mal let's playen? Diese Minecraft PlayStation 3 Version. Weil ich die jetzt nämlich auch habe. Aber das war natürlich unangekündigt. War nämlich mein Papa her, der hat gekauft. Hat er gestern auf einmal gekauft, also ohne Erwartung von mir. Ich habe ja aber nicht Geburtstag, also Geburtstag ist ja erst von mir sogar nach Weihnachten. Das hat er trotzdem gemacht. Was natürlich eigentlich gut ankommt. Wo lieber hätte ich das ja eigentlich zu Weihnachten gehabt. Schon noch mal ein paar Fackeln hin. Und noch ein bisschen mehr Eisen. Ich will natürlich hier wieder das Wasser weg haben. Ich glaube, ich werde mal bei 100 Teilen die Welt als Download freigeben. Also wenn ich beim 100. Let's Play Teil angekommen bin, dass ich dann die Welt zum Download freigeben kann, damit auch andere ein Let's Destroy Henry Villains Welt machen können. Wie zum Beispiel schon mal Let's Destroy Gronkhs Welt. Und da ist die Spitzhacke schon am Ende. Muss ich mit der Eisenspitzhacke weitermachen. Ich habe hier noch eine Steinschaufel. Die ist noch nicht komplett am Ende. So, muss noch ein bisschen mehr Eisen. Mehr Eisen. Hier läuft das wahrscheinlich noch immer lang. Hier ein bisschen abblocken. Ich mal hochgehen. Bestes Hochbaumaterial wäre erstmal die Erde. Oder ich gehe mal hier in den Wasserfall nach oben. Das geht natürlich auch. Ich habe ein Höhlengeräusch gehört. Kommen wir jetzt nicht in der Kante hoch. Kann ich hier wunderbar im Wasser aufsteigen. Mich hoch. Da komme ich schon ein ganzes Stückchen hoch. Jetzt ich da mal Erdblock hin, damit ich da mich hochbauen kann. Oh, da ist sogar noch Eisen, aber das brauche ich so erstmal nicht ab. Das ganz anders machen. Wenn wir hier plötzlich auf diese Schlucht gestoßen. Dass wir jetzt mal die Fläche erklären zum Gebiet. Samen haben wir natürlich längst genug. Sag mal, ich fange ab hier an. Grabe hier weiter. Damit ich hier auch diesen Pyramidenprojekt hier weitermachen kann. Projekt Pyramide. Also ich habe einen jetzt relativ schnell wieder reagiert. Den neuen Abonnenten. Soll natürlich hier alles gleichmäßig sein. Ich sehe generell, dass die verringern, dann möchte ich am besten auch hier natürlich diesen ganzen Berg hier komplett abtragen.
ist natürlich eine immense Arbeit, hier diesen Berg abzutragen. Da, wo ich zu Beginn drauf gespawnt bin, diesen Berg trage ich jetzt hier ab. Und diese Arbeit könnte ich jetzt im Laufe des Parts auch noch weitermachen. Der Berg wird ja hier immer höher, deswegen. Da schon das Cobblestone liegt. Dann denke ich jetzt dadurch auch mal ab. Und natürlich hier auf die gleiche Höhe kommen, weil. Es wird dunkel, das heißt, ich muss jetzt mal wieder zurück. Ich könnte wahrscheinlich die Kühe auch schon wieder schlachten. Die kann ich auch schon wieder schlachten. Jetzt habe ich schon mal mit der Arbeit begonnen. Das kann man wahrscheinlich schon sehen. Oder wie ist das? Ja, man kann schon ein wenig sehen hier mit der Arbeit, die ich beginne. Aber man sieht ja immer wegen diesem Haus dann, wenn das. Ich baue jetzt noch weitere Truhen. Nein, ich brauche jetzt mal noch mehr Holz dafür. Wenn ich jetzt Birkenholz auch rausbekomme, damit das auch ausgeht. Zack, eine Truhe. Da kommt die Erde rein, die ich durch das Abgraben, oder die Erde unter Stein soll da reinkommen, durch das Abgraben gewonnene Material soll da rein. Deshalb ziehe ich diese Truhe erstmal hier hin. Kommt die Erde unter Stein rein. Gold und, naja, ich habe auch noch Golderz drinne. Natürlich werde ich jetzt hier den Steinweg auch ebnen. Der auch gleichmäßig massiert. Muss ich erstmal diesen Weg hier abtragen. Wie weit soll denn diese Abflachung geschehen hier? Bis hier zur Pyramide müsste ich hier erstmal alles abflachen. Soll hier in dem Gebiet eine riesige Pyramide, eine noch größere Pyramide entstehen, hier vielleicht eine Art Schloss oder ein anderes großes Bauwerk. Hier habe ich schon angefangen runterzugraben. Weil irgendwie nervt mir ein bisschen diese Anhöhe. Und hier Platz für zwei weitere Bauwerke zu schaffen. Muss ich auch erst hier diesen Cobblestone-Weg abtragen. Das kann wahrscheinlich noch einige Let's Play Parts dauern, dieses hier. Um hier zwei weitere große Bauwerke hinzubauen. Was natürlich noch mehr in Anspruch nehme oder wäre, würde ein Bahnhof sein, wo jetzt zum Beispiel vom Haus aus in jedem Bauwerk hingehen kann, also unterirdisch, falls es Nacht ist, dass ich dann den oberirdischen Weg nicht benutzen könnte, zum Beispiel. Die Abflachung soll wahrscheinlich hier bis hier geschehen, oder hier ist die richtige Höhe, sag ich mal, hier unten, und hier ist 1 zu viel, 2 zu viel, 3, 4 zu viel, 3, 2, 1 und 4 werden dann die Höhe. Ich muss natürlich das jeweils anpassen. Ich glaube, wir müssen hier direkt schon in die Richtung weiter. Und direkt mal Stein und über Kohle ist da. Muss ich jetzt wieder Spitzhacke. Aber grundsätzlich brauche ich viele Schaufeln dafür.
Jetzt muss ich hier sogar durch Kohle graben. Und Kohle vorkommen. Oder ich muss eine weitere Farm bauen. Ich sag mal hier, der Boden daraus muss dann aus Cobblestone bestehen, damit hier der Weg wieder lang gehen kann. Da geht's wieder runter. Weil dann nämlich da wieder die Erde auftaucht. Wieder Erde, dann dürfte ich da gleich durch sein mit dem Tunnelgraben. Hier ist sogar schon die Schlucht. Das heißt, durch das Runtergraben komme ich auch mit Kontakt mit der Schlucht. Darf ich da natürlich nicht runterfallen. Da kommt schon mal der Cobblestone. Da kommt schon Oberfläche. Da bin ich wieder oberirdisch. Damit ich schon mal immer die gleiche Höhe behalten kann. Das heißt, ich muss ich auch nochmal einen Block tiefer. Damit ich die abgraben. Die Steine da vorne sind eigentlich wieder auf der richtigen Höhe. Ist diese Pyramide dann übrigens einen Block tiefer gelegen? Eins ist diese Pyramide eher irrelevant, dass sie einen Block tiefer gesetzt ist. Das ist mir eigentlich egal in dem Fall. Natürlich jetzt. Würde ich für diesen Tag noch machen, diese Arbeiten hier. Natürlich zu Beginn, ein Beginn eines Großprojekts zu sagen. Und da hier nämlich zwei große Bauwerke hin können. Deswegen will ich das hier erstmal platt machen. Hier in Ostsee-Kamp, wo ich wohne, ist es halt natürlich sowieso schon platt. Das bräuchte man ja eigentlich gleich platt machen. Aber ich habe so einen leichten Berg hier, der aber schon ein paar Blöcke hoch ist. Also da geht hier, glaube ich, 6 Blöcke in die Höhe. Oder 6 bis 7 Blöcke geht dann, glaube ich, maximal in die Höhe. Und 6 bis 7 Blöcke ist der Berg höher, als ich das gewollt habe. Oder eigentlich scheint das relativ gut voranzukommen, wie die da arbeiten. Weil ich glaube, die gleiche Höhe zu stellen hier. Die Höhe habe, wo ich da wahrscheinlich auf einen Block aufstocken müsste. Und ich das da wieder auf einen Block erhöhen müsste. Na, noch ist das Inventar nicht voll, ich kann auch ein wenig aufnehmen. Aber nicht mehr viel, das Inventar füllt sich da jetzt nicht schnell. Bei einer Schaufel kann ich so wie 4 oder 2 wie viel Uhr will ich hatte denn? 250. Damit könnte man so um die knapp 4 Stacks aufsammeln. Pro Schaufel knapp 4 Stacks. Das ist schon eine ganze Menge. Beziehungsweise bei Spitzhacken ist der Wert natürlich gleich. Geht auch bald kaputt, diese Eisenspitzhacke. Natürlich hier das. Ich kann es aber trotzdem noch mal einen Block weiter absenken.
ist natürlich jederzeit noch gegeben, die Möglichkeit. Oder ich lasse einfach nur dieses hier, diese Spur, wo man draufläuft, einen Block höher. Weil nämlich generell hier einfach. Damit ich hätte. Oh, ist das Inventar sogar schon voll. Muss die Spitzhacke am besten noch aufbrauchen. Damit ich das aufnehmen kann. Die bricht in vier Dingern. Ich kann nämlich hier noch die Erde aufnehmen. Die Spitzhacke zerbrochen ist. Brauche ich denn sonst nicht? Dieses verrottete Fleisch ist unwichtig. Hier unten ist schon mal Cobblestone, damit der Mann nicht runterfällt. Aber ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Ich bin schon bei 21 Minuten Aufnahme. Da wächst ein Aufkürbis und Melon heran. Das Schwein sollte hier ein bisschen weg. Also hier ist erstmal. Guck mal, wie weit die Weizenbahn gekommen ist. Oh, fast alles fertig. Dann könnte ich eigentlich im Laufe der nächsten ein, zwei Parts die abernten. Aber was ich noch nicht gemacht habe, ist, das einzustecken. Die ganzen Sachen. Und das ein bisschen essen. Zack, jetzt soll wieder den Hunger ein wenig auffüllen. Hier kommt die ganze Erde und der Stein rein, den ich abgrabe. Aus diesem Material kann man natürlich mit dieser Pyramide bauen, die ich hinbauen will. Und jetzt kann ich auch wieder die Sachen hier aufnehmen. Das ist Vollmond sogar. Hier ist wieder das eine Haus. Hier muss man noch eine Axt herstellen. Ja, ich glaube mal, diese Nacht werde ich nochmal überbleiben, oder draußen bleiben. Ja, ich muss nochmal ein bisschen mehr Eisenerz packen. Nochmal 25 mehr, was ich geschnappt habe. 38, da ist schon einiges an Eisen. Stein, Erde packe ich auch mal hier rein, da kommt noch ein Kobbel rein. Erde packe ich jetzt hin. Seeds passen hier rein, Äpfel kann ich hier wegstauen. Sticks passen nicht, Golderz kann ich auch nicht verstauen. Hier hingehen. Elf Pumpkins da wegpacken. Die beiden Pfeile brauche ich nicht. So, ich will erstmal eine neue Eisenaxt herstellen. So, hier natürlich schon das Eisen raus. Und auch das restliche Holz erstmal. Ein Holz brauche ich natürlich auch. Damit ich nämlich zum Beispiel die Bäume dann noch abholzen kann. Wo hier habe ich noch einen Stick Eisenaxt, und weil es jetzt ja Vollmondnacht ist. In der Vollmondnacht will ich diese draußen verbringen. Weil ich spawn dann auf ein oder andere Slime. Weil Slime spawnen nämlich am gerne bei Vollmond, aber überhaupt nicht bei Neumond. Baue ich hier noch die Bäume ab. Aber ich werde das vielleicht im nächsten Part weiterführen, erstmal der Baumabbau. Ich baue diesen Baum noch ab in diesem Part. Und damit werde ich euch schon verabschieden. Und damit erstmal bis zum nächsten Part. Ich hoffe, dass euch dieser gefallen hat. Dann bis dann zum Part. Ciao.